Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Grauen, zusammen mit dem Oberassistenten Nummer 1, Seuchmarine. Hallo. Oberassistent Nummer 2, Yolum. Hallo, muss ich mir Sorgen machen, dass ich nur Nummer 2 bin? Nein, keine Sorge, Oberassistent Nummer 3 ist der in Gefahr, also das bin ich. Ich drück mal drauf, ja? Ja, hämmer mal. Ah, das da unten ist grün geworden. Juhu! Die Freigabe. Na dann, durchs Loch. Durch da. Oh shit, Achtung. Running, wo müssen wir eigentlich hinlaufen? Da unten zum B? Nein, das ist zu. A. Ach ja, A. Ameise, du stehst im Weg. Moment. Einmal weglaufen. Wieder hinlaufen. So, Weg ist frei. Ja, und sie ist fast tot. Ja. China? Was ja, das nicht durch entgehen. Ah. It appears that the mixer has agitated some of the local fauna, so. Puh. Willst du da runter? Ja. Ja? Ja. Klar. Da leuchtet's. Da kann man rein. Puh. Oh. Ach da. Ui. Was haben wir denn hier? Oh, na toll. Trinken haben wir hier. Also wir haben Zeichen. Was? Ich mach keine schlafen. Und einen Respawn-Punkt setzen. Ich habe oben rechts. Respawn, ich auch. Was? Unten links. Oh, man kann hier trinken. Ja. Ach, schon der. Naja, wir sind mit China unterwegs. Nee, das war's nicht. Ich wollte. Materialien, ja, ja. Genau. Nichts wirklich Wichtiges. Die Eichenbrocken habe ich gefunden. I see, no, I feel the unblinking, multifaceted eyes of the ants and spiders reflecting my misshapen visage, watching, always watching, and bearing witness to my failure. Perhaps it is time for me to lay down and admit defeat. Perhaps this is all the success that was meant for me. Perhaps it is enough. So. Was? Guter Hit. Sie bleibt schon runter. Ja. Leider. So, jetzt lass mal kurz Daten gucken, weil über den müssten wir eigentlich auch was haben. Nee, harmlos. Schwächen aufbrechen. Habt ihr vielleicht noch Pfeile für mich? Warte. 5. Stapel fallen lassen. Ich hab jetzt alle Pfeile fallen lassen. Ganz Federpfeile, ja. Hast du vermutlich... Ich hab's ja aufgesammelt. Du hast rumgeschossen und ich hab's ja aufgesammelt. Fliegen da auch ständig irgendwo Pfeile rum. Gar nicht benutzt. Sicher? Einigermaßen sicher, ja. Achso, hier ist B. Wahrscheinlich noch vom letzten Mal. Soll ich mal hämmern? Ja, hämmer mal. It's hammer time. Das war's schon. Jetzt kommen wir hier raus. Oder sind wir von da gekommen? Shit. Ist das B vielleicht da, wo man nicht ja. Wo wir hergekommen sind, unten? Hier waren wir vorhin, glaube ich. Na, ja, kann man vorhin nicht rein. Hier weiter. Was? Ich kann mal vorhin nicht rein. Genau, da hattest du dann gerufen, hey, kommt hierher, und dann sind wir zu dir gekommen. Gut, dann, aber oben war, glaube ich, auch noch ein B. Echt, war oben noch ein B? Ich glaube, ja. Ich glaube, oben war auch noch ein B. Dann können wir da jetzt rein. Warte, hier ist nämlich auch noch irgendwie was. Achso, hier ist aber kein Kabel. Ja. Ja. Aber nicht, dass hier irgendwas ist, was wir sonst nicht finden würden. Da ist was. Ach, jetzt sind wir hier oben.
Auch gut. Und ich meine, hier unten die Tür waren wie. Oder da oben. Da ist was Grünes. Das ist zumindest Science. Auch nochmal. Ne, hier rein. Okay. Ja, ah, lass uns in Ruhe. Ach, da ist noch sowas. Oh, Ameisen ein. Ich hab. Oh, Achtung. Hinter dir. Ich fahre eine Villa um. Oh, das lasse ich hier China drin. Die Pfeile braucht ihr. Die Pfeile. Das für Pfeile? Scharfe Pfeile. So. Und nü? Dann wieder da raus und in die nächste Tür. Okay. Was? Wo auch mal die nächste Tür sein soll. Ja, da kommen wir. Ja, genau. Das wäre nämlich die Frage. Hier waren drei Türen, die waren alle grün. Gut. Da oben. Glaube ich. Ja. Au. Hi. Tschüss. Down Tony. Ja, hier ist ein. Oh. Ja. Genau, hier Bichula. Ist ein. In blau. Oh ja, die Nummer 6. Achtung, aus dem Weg. Ich habe keine. Ah, solche hat mit Bomben. China, geh nicht weiter. ich schmeiß nicht daneben. Ich habe auch nicht daneben geschmissen. Ich habe eindeutig die Stelle getroffen. Nein. Mit zu viel Wucht und zu nah dran. Genau. Ah, hier ist noch so eine Truhe. Haben wir denn hier? Oh, noch zwei Bomben. Ja, das ist ja schön. Und noch eine Feder. Ich habe auch noch eine nicht, Bombe. Gib dir nicht, China. Ich habe noch eine Bombe. Oh je. Ich weiß, dass China noch eine Bombe hat. Oh je. Es könnte zwar gefährlich sein. Oh, ich sollte mal vielleicht bandagieren. Hier wird's auch gefährlich. Auch unbedingt das Schild wieder. Ups, Achtung! Okay, sollte keine Bombe in der Hand haben. Der macht das alleine. Ah, ja. Wann sie gucken, habe ich noch? China, ich habe erstmal Glück gemacht. Aber dann habe ich wieder halbes Leben. Warum hat er denn jetzt. Sonst jetzt immer auf R schmeißen? Mhm. Und R habe ich nicht gedrückt. Das war die rechte Maustaste. Na, hast du die Bombe noch in der Hand gehabt, vielleicht? Oh, kann man Bomben bauen. Ich analysiere mal schnell. So, sie sind. Anfällig gegen Aufbrechen, salzig und sauer, aber nicht so gut gegen Hacken, Stechen und Schlitzen. Gut, das und ist am das, besten was in den Rücken hab. Schlagen. Das ist genau das, was ich habe. Passt ja. Wie gesagt, am besten in den Rücken schlagen. Ja. Oh. Das ist das. Ach Mist, hier gibt es keinen so einen Aufwertungsteil, nein. Oder? Ach nein. Mann, na gerade das, was wir jetzt brauchen könnten. Nein. Aufwertungsteil? Ja, für die Milchmolare. Achso. Die Werkbank, sehr. Nein, ihr könnt diese China werkelt noch. Ja, ich gucke, ob ich noch was Sinnvolles herstellen kann mit meinen Sachen, aber. Hammer. Schaufel. Kleber. Du hast die schwarze Ameisenschaufel. Ja. Na toll. Dann können wir das Giftgebiet dann klären und das ohne, dass wir da zum Grill mussten. Ist doch perfekt. Hoch oder geradeaus? Keine Ahnung. Und dann gehen wir dran. Ist doch kupfig gesprungen. Glaubst du wirklich? Glaube ich nicht. Hier ist was zu lesen. Lesen. Ja, irgendwann macht der China schon einen Leseonkel für uns. Hier geht's auch. Ja, China macht Sonderfolgen, wo er alle Texte einmal vorliest. Ach, guck mal hier. Ach, wir sind hier. Vor. Aber ja, dann würde ich gerne noch die andere Richtung gehen. Wann geht's denn los, China? Dann, wenn solche damit ist, fertig ist, sie vorzulesen. Was zu lesen? Na, die Texte.
Du machst das doch, dachte ich. Ja, ich mache das, sobald solche damit fertig ist. Okay. I have noted in some of our interactions that he has been taking liberties with my instructions besides his usual displays of incompetence. But just the other day, I heard him humming a tune about grilling. He thought I could not hear him, but I did. And I have told him again and again to eliminate that unnecessary function from his programming, and yet still I know he harbors secret thoughts of grilling. Klebriger Schlons. I was certainly right to isolate him from the experiments. Das ist eher was für euch. ASB. Da ist noch ein B-Ding. Das sind wir doch rein. Sicher? Hier geht's nach unten. Oh. Lass uns doch hier erstmal fertig machen. Was ist hier noch gar nicht fertig? Doch? Nein. Jetzt bin ich mal gespannt, was du glaubst, dass wir da nicht gemacht haben. Hä, wir sind doch den einen Weg wieder zurückgegangen. Oh, gucken wir erstmal doch, was da hinten ist. Ja, weil wir oben angekommen sind, bevor wir den ersten Schalter betätigt haben. Gut. Richtig. Wo wir durchs Loch gesprungen sind, nach unten. Achtung, hier müssen wir wieder sprengen. Wer sprengt? Ich spreng hier nichts. Oh. Was gibt's da Schönes? Können die Steine jetzt mal verschwinden? Science. Eureka! Ja. Nochmal zu sprengen. Das müssen wir nochmal. Achtung! Ich sehe nicht. Ich werfe einfach mal auf gut Glück. Ja, der passt. Licht, kein Zielen. Zielen wir. Der ist doch Licht. Was sind wir denn jetzt? Unten. Was fragst du uns? Ganz weit. Oh, Pilze! Aber andere Pilze. Hier ist Ton. Ich brauche mein Licht. Dann kann meine Fackel nicht mehr halten. Was ist das hier? Das ist gar nichts, okay. Ich glaube, hier sind wir bloß wegen den Pilzen, oder? Nee, da oben. Ich habe einen goldenen Molar entdeckt. Goldig. Haben wir wieder Zweier. Dann können wir Pfeile stecken. Das ist das, was wir am besten brauchen. Hier ist noch ein Pilzbrocken, falls wir will. Noch, noch. Nee, ich habe fast volles Inventar. Kann sonst nichts mehr nehmen. Und ich habe keine Pilzbrocken gesammelt. Was? Ja gut, für einen goldenen Molar konnte man schon mal eine Bombe opfern, ne? Ja. Ja. So. Oh Gott. Guckt euch das mal an. Hier sind ein paar Arme. Riesig. Oh, ich geh mal hier vorbei. Ich guck mal hier nach oben. Ja. Was ist das? Spröder Marmor. Das ist was, was China immer gerne mag. Oh, kannst du da drauf drücken? Ja. Oh Gott. Ich glaube, ich brauche noch eine Bombe. Ja. Okay. Ich glaube, wir können dann auch rein hier. Seid ihr bereit für einen Bossfight? So bereit, wie man nicht sein kann. Das könnte schlecht. Achtung, Ameise kommt rein. Auch schnell meine. Weil die hat nicht mehr viel. Ja, es ist alles total dramatisch, wir haben es verstanden. Darf ich den Management-Druck einsetzen? Bitte. Ja, bitte, mach mal. Ah, der Assistent, endlich mal. Das ist der Assistent. Na schön. Den wollten wir doch eh mal kennenlernen. Der Eckax bringt schon was ganz in Ordnung. Ja. Oh. Aber der hat auch Strom. Ja. Oh Gott, hat er viele Distanzen. Oh Gott, ich bin fast tot.
Assistent Manager, aufbrechen. Aufbrechen ist? Hammer. Ja, mein Einserhammer, das kann ich auch knicken. Dann hau mit der Axt drauf, die ist stark genug. Oh, du kannst diese Bubbles mit dem Schild abwehren. Na, toll, ich hab kein Schild. Warum nicht? Weil ich normalerweise im Fernkampf unterwegs bin. Ja, dann hau im Fernkampf drauf. Ja, das ist aber Stechen, dass er gut ging. Achtung, Laser! Oh. Ja, ich merk's auch. Ich bin gestorben. Achtung. Oh. So fast tot. Ich bin aber leider sehr langsam im Retten. Okay, ich bin wieder da. Und die Kleinen auch. Ich bin nicht fast hinüber. Au, ich bin auch wieder tot. Das ist so. Achtung, der macht jetzt wieder den Laser, der Laser geht an. Ja, YOLO macht das alleine. Ja, schafft er schon. Nee. Ja, ich mach das schon, kein Problem. Krass. Aua. Ja. Können wir mir einen Hammer herstellen? Nö, ich brauch. Erstmal haben wir gar nichts mehr im Moment. Ich könnte dir meinen geben und dann halt mit dem, was ich habe, losmachen. Ja, stimmt, du hast ja noch einen, ne? Das ändert ja nichts. Wieso? Wenn du jetzt. Ob ich jetzt mit einer falschen Waffe drauf haue oder China, ist doch wurscht. China schießt doch eh mit dem Bogen. Ich hab den Hammer benutzt. Eben. In der Hoffnung, mehr Schaden Hammer benutzt. Ich hätte gedacht, du schießt mit dem Ding drauf. Das macht halt, bringt halt weniger. Das ist halt die Frage, wo wir hin müssen. Keine Ahnung. Hier nach oben. Ich vermute mal da durch. Weil wir diesen einen extra Weg da gehen müssen. Wie Pilze waren. Ja, geradeaus durch, genau. Aber da kriegen wir jetzt die Assistentenkarte. Endlich. Ja, da können wir einige Labore nochmal zur Sicherheit besuchen. Ja, und wir kommen dann unten in dieses Wasserlabor rein. Ach, jetzt muss man da wieder den Schalter einmal drücken. Sehr frech. Ich hoffe, man muss nicht wieder eine Bombe werfen. Nein. Das wär's ja noch. Aber man muss ja den Typi beschwören. So, YOLO. Du solltest ein Anti-Aggressionstraining machen. Niemals. Warte mal kurz. Daten. Warte mal, was haben wir? Das ist der Assistent, oder? ACR. Salzig sauer, ja. Da ist der Assistent. Aufbrechen, salzig sauer. Resistent gegen Hacken und Stechen, Frischlitzen, Sprengsätze. Also eigentlich mit dem Hammer draufhauen, aber das macht nichts. Du kannst auch mit der Axt draufhauen. Die macht schon auch gut Schaden. Ja, Axt habe ich auch. Jetzt habe ich einen Hammer. Ja, ein Hammer macht halt mehr Schaden. Seid ihr bereit? Oder wollen wir abhauen? Ne, hilft ja nichts. Na gut. Oh ja, doch, der Hammer ist schon geil. Denk dran, du kannst die Schüsse blocken. Ja. Aber wenn man dicht genug vor ihm steht, braucht man das gar nicht, weil er dann hinter einem erstes Elektrozeug spawnt. Also bisher habe ich noch keinen Schaden gekriegt. Also dicht dran stehen hilft. Achtung, Laser. Ja, die finde ich halt nervig, weil ich keine Ahnung habe, wie man den großartig ausweichen soll. Drüber schreien, springen die anderen ducken. Wie kann ich denn ducken? Steuerung. Ich habe nie gebraucht hier. Und man kann sich natürlich auch hinter solchen Dingern verstecken. Ja, das bin ich wie so ein Ding gelaufen. Ich bin gleich tot. Boah. Ich bin tot.
weil ich so blöd zum Kämpfen bin. Achtung, solche hinter dir. Ja, ich versuche dich trotzdem zu retten. Danke. Laser. Okay. Die Laser sind halt nervig. Ja. Sowas kann ich nicht. Genau da gestanden, wo sie angefangen haben. Sowas kann ich einfach nicht. Dito. Ich bin übrigens wieder tot. Warte kurz. Springen. Oh ne, oh, noch besser. Raffiniert. Ja. Das heißt halt, da mal einfach mal kurz Pause machen. Sobald man einmal gestorben ist. Wird's halt schwer. Laser. Achtung, hinter die Dinger. Hinter die Säulen verstecken. Au. Da kommst du da wieder tot? Ist wer tot? Ja, ich lieg direkt vor dir. Ah, er muss was sagen. Ich dachte, das wäre offensichtlich. Nein. Aua! Jetzt fangen die Schützlinge auch an, Elektro zu sein. Ja. Tina, lebst du noch? Ich hab noch 10 Sekunden. Ich hab noch 10 Sekunden. Aber ach so, ihr beide. Nee, keine Chance. Ich war fast hinüber und hätte irgendwie zu euch gemusst. Ja. Ah, sorry, solche. Ich dachte, wenn ich von deinen Füßen liege, dann machst du das. Nee, nee, ich hab's nicht gesehen. Ich hab bloß ein grünes Kreuz gesehen. Denk mal, für was ist denn jetzt das grüne Kreuz da? Tja, dann würde ich mal... Ah, nee. Also ja. Wir haben die 20-Minuten-Marke erreicht. Ja, also wir drei Oma-Assistenten haben so ein bisschen Probleme gehabt. Ich hoffe, beim nächsten Mal schaffen wir das. Ich hoffe, ihr bleibt dementsprechend dran und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.